Shalom Aleichem allerseits, a gute Woche, a gebenchte Woche, a mazeldike Woche, a Yeshua Woche. Wir werden gleich gehen, Amen, Amen. Shavua Tov. Wir werden gleich gehen zum Thema und wir werden versuchen, in unserer Zeit viel zu komprimieren. Natürlich, ihr könnt notieren, wenn es Fragen gibt, fragen wir gleich danach. Wenn ein Mensch stirbt, begleiten ihm zwei Engel. Der Engel, der hat ihn gebracht, der heißt Laila. Er war im Bauch und hat mit ihm gelernt die ganze Tora. Und der Engel, der nimmt den Mensch ins Grab, der heißt Duma. Also Laila und Duma begleiten den Mensch, wenn er wird gekündigt von dieser Welt. Und eine zeigt ihm, was hat er gemacht und gesagt. Und der andere zeigt ihm, was er machen soll und sagen konnte. Also eine zeigt ihm, wie war das Film wirklich in seinem Leben. Und der andere sagt ihm, wie konnte das Film aussehen. Das heißt, der Mensch gleich nach seinem Tod sieht alles, was er hat gemacht und gesagt. Steht geschrieben, wenn ein Mensch sündigt, er denkt, Menschen sollen ihn nicht sehen. Warum? Weil wenn Menschen sehen ihn, er ist blamiert. Und da fühlt er sich Gehenom, Hölle. Schämen, beleidigen, gehört zu Menschen, nicht zu Tiere. Tiere haben kein Problem zu machen, das im Wald. Aber ein Mensch, wenn er sündigt, was macht er? Er schließt die Gardinen, damit soll man ihn nicht sehen. Und Gan Eden bedeutet, das, was er tut, ist sehr gut. Und der Genuss ist immer mehr und mehr und hört nie auf. Das heißt, Gehenom ist eine kurzfristige Genuss und später Oi. Und Gan Eden ist eine Investition und später ein langer Genuss. Also, wenn der Mensch stirbt, wie gesagt, begleiten ihm zwei Malachim. Malach Laila und Malach Duma. Alle Menschen, die gestorben, gehen durch den Gehenom, gehen durch die Hölle auf dem Weg zum Gan Eden. Warum gehen sie durch die Hölle? Um zu sehen, was sie haben gewonnen. Wie schön ist das, zu fahren in Autobahn und bei dir in deiner Seite ist frei und der andere Seite ist Stau. Du sagst, oh, das konnte meine Seite sein. Also immer wenn du fährst in Autobahn und deine Autobahn ist frei und der andere ist voll gepackt, freust du dich doppelt. Eins, dass du bist nicht in die andere Seite, in die Gehenom und dein Weg ist Gan Eden, du genießt und du fährst weiter. Also man lässt durch alle Menschen durch den Gehenom und steht geschrieben, dass jeden Abend, wenn die Sonne geht runter, sie taucht in die Feuer von die Gehenom. Und jeden Morgen, wenn die Sonne scheint, sie geht hoch durch die Rosen von Gan Eden. Also steht in Gemara, sehr schöne Metapher. Es gibt Menschen, die haben sehr stark lieb Sonnenuntergang. Und es gibt Menschen, die haben sehr stark lieb Sonnenaufgang. Die Sonnenuntergang ist, wie gesagt, die Schemesh geht runter in die Gehenom durch den Feuer. Und Sonnenaufgang, sie kommt raus durch die Rosen von Garten Eden. Sehr interessant. Gan Eden wird sehr, sehr viel gesprochen mit Geruch. Besamim. Guter Duft, guter Geruch. Chani hat auch gegeben ein wunderbares Beispiel, wenn jemand riecht dem Geruch von Weiten. Also es wird sehr, sehr viel gesprochen von Geruch, von Besamim, von Dufte, Mor, Levanon, sehr viele gute Sachen. Interessant, beim Schabbesausgang, man macht Feuer und man macht Gewürze, Besamim. Weil am Schabbat die Gehenom, die Hölle ist zu und beim Schabbesausgang die Hölle ist wieder offen und es beginnt in der Welt nicht gut zu riechen und es wird Feuer. Dann zeigt man bei der Avdallah, beim Gebet, zwei Sachen. Man zeigt Feuer und man zeigt gute Dufte. Aber in die Reihenfolge zeigt man von unten nach oben. Zuerst Wein trinken, schmecken, danach riechen, Duft und danach sehen den Feuer. Jetzt, wenn ein Mensch geht auf dem Weg zum Gan Eden, zum Olam HaNeshamot, zu der Welt von der Seele, unterwegs riecht es sehr stark nach Schwefel. Wie heißt der Tschubtschik, der Kopf von dem Streichhölzer oben, diese rote? Ja.
הגפרורים למעלה, ומנצין דת שטריישולצר, גיבת אס אובן זו אין רוטה, אובן. צינטקופ. נאין, דה שטוף. דה שטוף? Das ist auch Schwefel. Schwefel, okay, Schwefel, gut. Also Schwefel, Schwefel bedeutet Gufris. Gufris. Gufris ist sehr, sehr gut für einen, wo sein Körper ist gesund. Wenn einer von euch war in Yam HaMelach, in Totes Meer, für einen gesunden Mensch ist Gan Eden. Wenn ein Mensch ist gesund, er hat keine Hautprobleme, Yam HaMelach, Totes Meer, Paradies. Wenn einer aber hat Verletzungen und Probleme und Wunde und Probleme Sachen, wenn er geht rein in Yam HaMelach, diese Gufris, diese Schwefel tun ihm sehr, sehr weh. Genauso, wenn einer geht durch den Gehenom zum Gan Eden, wenn er war ein guter, ein feiner, dann genießt er und er geht weiter vorbei. Die Tzadikim, die Rebbes, schleppen auch raus von Gehenom ihre Chassidim rein in Gan Eden. Gut, jetzt hör mal gut zu. Es gibt zwei Gan Eden. Gan Eden Atachton und Gan Eden Ailion. Gan Eden Atachton, die untere Gan Eden, ist ein Jahr nach dem Tod. Dort gibt alle Genüsse von Gan Eden von Adam und Chava vor die Sünde. Adam und Chava sind gekommen in diese Welt. Und diese Welt war sehr schön, es war Gan Eden und sie haben genossen, bis Adam und Eva haben gemacht etwas gegen den Schöpfer. Bis 12 Monate, jeder Mensch, der was Gutes getan und Gutes gelernt und war ein guter Mensch, in die ersten 12 Monate genießt er von Gan Eden Atachton, also sein Ruach und Nefesh, hier in dieser Welt haben noch Genuss, ein Gefühl von Genuss, so wie ein Traum, so wie ein Trance, so wie eine Ekstase, so wie ein Bewusstsein von einem Genuss. Jeder Mensch weiß, dass manchmal muss man nicht bei dem Genuss physisch sein. Die Einstellungskraft, die spirituelle auch, kann auch sehr stark sein. Und deshalb die Ruach und der Nefesh in die ersten 12 Monate nach dem Tod genießen von diesem Gan Eden von Bewusstsein. Später, wenn ein Mensch kommt in den Himmel, steht geschrieben, jeder geht zu seiner Abteilung, die hat er gearbeitet in dieser Welt. Jeder Mensch hat ein Stück Garten in dieser Welt. Er hat ein Stück Garten im Himmel und er hat ein Stück Garten in die Erde. Seine Umgebung, seine Mitmenschen. Die Frage ist, was machst du mit diesem Stück Garten? Wenn du machst mit diesem Stück Garten Früchte, Rosen, Kräuter, gute Sachen und die anderen genießen davon in die spirituelle Sinn, hast du auch in der kommenden Welt ein Chelek, ein Teil, wo hast du geschafft? So wie es steht geschrieben in Kohelet, Olech Adam lebet Olamo. Der Mensch geht zu der Welt, die hat er selbst für sich geschafft. Wenn alle Menschen gehen rein zu einer Stadt, alle gehen rein durch demselben Tor, aber manche schlafen in einem teuren Hotel und manche schlafen in Jugendheim und manche schlafen auf der Straße. Das heißt, reingehen zum Gan Eden ist nur ein Tor. Zu der Hölle gibt es drei Wege. Es gibt einen Weg zu der Hölle durch das Meer, dort wo Jonah Hanavi ist gefallen, in Sheol. Es gibt einen Weg zum Gehenom, zu der Hölle durch die Wüste, dort wo Korach und alle gefallen. Und es gibt noch einen Weg zu der Hölle durch Jerusalem in Gai Ben Gehenom. Also es gibt in Jerusalem auch einen Ort, wo man kann dort auch gehen zum Gehenom. Aber zum Gan Eden, nach dem Tod, alle Neshamot gehen zuerst nach Hebron. Und dort in Hebron sitzen Adam und Chava, Avram und Sarah. Adam und Chava kontrollieren alle Menschen. Und Avram und Chava haben noch eine Kontrolle, zwei Kontrolle. Kontrolle für alle Völker und noch eine Kontrolle für Am Israel. Avram und Sarah gucken, ob der Jid ist beschnitten, wie war seine Gastfreundschaft in dieser Welt. So wie war deine Gastfreundschaft in dieser Welt zu den anderen Leuten, diese Gastfreundschaft bekommst du auch im Himmel.
Wenn ein Mensch in dieser Welt hat zu den anderen Leuten immer saure Gesicht gezeigt, soll er nicht erwarten, dass in Himmel alle warten, Shalom Aleichem, herzlich willkommen. Nein, dieses Gesicht, das hast du gemacht, die Menschen in dieser Welt, dieses Gesicht bekommst du dort im Himmel bei deinem Empfang. Aber jeden Mensch hat eine Möglichkeit, durch die Taten, die hat er gelassen in dieser Welt und investiert, oder durch seine Kinder oder durch seine Tzedakah, noch Dividenden weiter zu bekommen. Steht geschrieben, wenn ein Mensch hat investiert in diese Welt, Menschen zu helfen oder unterstützt ein Kind, Stipendium, adoptiert, keine Ahnung, Kinder gelassen in diese Welt und sie gehen gut weiter, sie können ihm weitere Dividenden schicken in Gan Eden. Und genauso, Gott behüte, Gott bewahre, wenn deine Kinder nach deinem Tod benehmen sich schlecht, man nimmt raus die Eltern von Gan Eden und man zeigt, Gibakuk, deine Kinder, wie vermasseln sie deine Leben. Und natürlich die Älteren und die Großeltern bis 3 Generationen kommen unten teilzunehmen in eine Simche, in eine Beschneidung, in eine Bar Mitzwa, in eine Hochzeit. Also, und deshalb im Judentum ist auch ein richtiger Brauch, wenn jemand macht eine Hochzeit für sich, für seine Kinder, nimmt er eine Einladung und legt auf dem Grab von den Älteren, um sie zu einladen zum Körper, sollen sie kommen mit ihnen Schomme von Gan Eden zu der Hochzeit. Und sie wissen, wenn jemand sitzt mit körperlich bei dir in Hochzeit, aber sein Leben ist in Hölle, er ist nicht dabei. Und wenn deine Eltern sind nicht da mit dem Körper, aber mit der Liebe, kommen sie von Gan Eden runter, die sind voll dabei. Also, in einfachen Wörtern, von dieser Welt siehst du alles wie eine Vogel im Himmel. Du bist unten auf der Erde und du siehst den Vogel im Himmel. Wenn du bist in Gan Eden, du bist der Vogel. Du bist derjenige, der sieht alles panoramisch von oben nach unten, alles, was hast du getan und alles, was hast du gemacht. Womit ist die Sache zu vergleichen? Wenn der Mensch ist tot und Hashem will bestrafen die Neshama, die Seele und der Körper, sagt der Körper, ich habe nicht gesündigt. Guck mal, ich bin tot, ich mache keine Sünde. Die Neshama ist schuldig, die Seele ist schuldig. Die Neshama sagt, ich bin nicht schuldig, der Körper ist schuldig. Ich bin heilig gewesen, ich bin heilig geblieben. Ich kam zu dieser Körper hat mir verdorben. Also wer soll jetzt sitzen in Gan Eden? Körper ist tot. Körper sagt, ohne Neshama habe ich kein Leben. Der Neshama sagt, ohne Körper kann ich nicht sündigen. Sagt Rabbi Judah Anasi etwas sehr interessant. Es war einmal ein König und der König hatte eine Plantage. Und in dieser Plantage waren sehr gute, schöne Feigen. Und der König hat dort gelegt 2 Schäumerin, 2 Wächter. Eine war ohne Füße, behindert, und der andere war blind. Also eine kann nicht sehen und der andere kann nicht gehen. Gut, der sieht nicht, kann nicht klauen, weil er sieht nicht. Er weiß nicht, wo sind die Feigen. Der behindert ist, kann auch nicht klauen, weil er kann nicht gehen. Sagt der Behinderte zu der Blinden, ich sehe gute Feigen, ich habe eine Idee. Komm, ich will sitzen auf deine Schulter und ich werde dir zeigen den Weg. Und so können wir gemeinsam essen die wunderbare Feigen. Der Behinderte hat gesessen auf die Schulter von der Blinden und die beiden haben genossen Gan Eden in die Erde. Nach vielen Tagen kam der Besitzer und er sieht, dass die Feigen wurden geklaut. Fragt er der Blinde, hast du geklaut? Sagt er, ich soll klauen, ich bin doch blind. Fragt er der Behinderte, hast du geklaut? Sagt er, habe ich Füße zu klauen, ich bin doch behindert. Ah, sagt er, jetzt weiß ich, ihr seid zusammen. Das ist eine Mischproche, Mafia, Körper und Seele. Eine hilft dem anderen. Der Blinde sitzt unten, das ist unser Körper, der Körper ist blind und die Neshama ist behindert. Das heißt, die Neshama ist der Chauffeur. Der Körper ist das Auto. Das heißt, der Mensch ist derjenige, der führt sein Leben. Jetzt. Der Zohar sagt, die Seele, die Neshama, wird später wie eine Vogel, die zwitschern und loben mit Freiheit im Himmel. Das heißt, hier in dieser Welt, jeden Genuss, den du hast, irgendwann bist du satt.
Es gibt einen Mann in Miami, der hat ein riesiges Restaurant von Sushi. Voll Kunden. Daniel Maman selbst geht essen Falafel. Warum isst er nicht von seinem teuren Restaurant? Weil es so eine Schlange. Weil er hat die Nase voll von Sushi. Interessiert ihn jetzt Falafel. Der Mensch ist so ein Typ, dass jeden Genuss irgendwann hat er die Nase voll. Gan Eden wärst du nie satt. Du willst immer mehr und der Genuss ist immer größer. Ich werde jetzt euch eine Frage stellen. Ihr braucht mir nicht zu antworten. Überlege aber nur eine Minute im Kopf. Was passiert? In Mitternacht kommt zu euch Malach Michael in Mitternacht und er sagt dir, im Mitten schlafen, äußere einen Wunsch. Einen Wunsch, aber schnell. Überlege euch, was wäre dieser Wunsch? Einen Wunsch. Okay. Was ist dieser Wunsch? Dieser Wunsch, sagt Rabbi Shimon bar Yochai, gehört oder zum Ehre, oder zum Genuss, oder Neid, Triebhaftigkeit oder Ehrgeiz. Es gehört meistens zum weltlichen Sachen. Es gibt selten, wo der Mensch in Mitternacht sagt, ja, mein Wunsch ist zu wissen dem ganzen Talmud. Mein Wunsch ist zu lernen die ganze Tora auswendig. Jeden Mensch, wenn er denkt über Gan Eden, denkt er über Bilder, die er schon kennt. Deshalb sagt Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, genauso wie ein Blinder versteht nicht, was ist Landschaft, genauso wie ein Täuber versteht nicht, was ist schöne Musik, genauso wie ein Eunuche, kastrierter, ein Mann, der hat keinen Hoden, kann nicht verstehen, was bedeutet Genuss von Frau. Er kann nicht verstehen. Erklären bis morgen. Versteht er nicht. Genauso wie ein Fisch im Wasser versteht nur Wasser und nicht Feuer. Also er gibt vier Beispiele. Blinde versteht nicht die Landschaft. Täuber versteht nicht die Musik. Soris versteht nicht den Genuss von Geschlechtsverkehr. Und ein Fisch versteht nicht den Genuss von Feuer. Er versteht nur Genuss von Wasser. Genauso ein Mensch hat nicht in seinem Kopf Vorstellungskraft, zu verstehen oder zu fantasieren oder zu denken oder zu überlegen, was bedeutet Gan Eden, weil alle seine Bilder sind Bilder von dieser Welt. Jeden Mensch hat seine Bilder. Was bedeutet Gan Eden? Gut. Steht geschrieben in Talmud, was bedeutet, wie kann man in dieser Welt schmecken, ein bisschen Gan Eden? Sagt der Talmud, Shabbos. Shabbos oder wie man das nennt heute, Urlaub, ist ein bisschen Gan Eden. Shemesh, Sonne und Tashmish, Liebe, Eferker. Fragt der Talmud, Eferker, stimmt, das ist, es kann was Gutes sein, aber es macht auch der Körper meschuge und krank. Sagt der Talmud, komische Antwort, wenn der Mensch hat Probleme mit seiner Verstopfung und er kann nicht seine Bedürfnisse rausgehen und dann gibt das Entfernung, ach, dieser Moment ist Gan Eden. Entschuldigung, euer Respekt, das ist Gan Eden. Wenn ein Mensch hat zwei Tage Verstopfung und dann geht er, Entschuldigung, eure Respekt in Toilette und es läuft, das ist Gan Eden, sagt der Talmud, ja, das ist Gan Eden in die Erde. Was will uns der Talmud sagen? Der Talmud will uns sagen, dass alle Genüsse, die wir in dieser Welt haben, sind Genüsse, sie sind gut, stimmt, aber sie gehen vorbei. Und wenn du bist satt, hast du keinen Platz mehr zu genießen. Es waren Menschen in die alten Zeiten in Rom, dass sie haben gegessen und wenn sie waren voll, sie sind gegangen in ein Schüssel bei die Seite und sie haben genommen eine Feder und gelegt den Feder in den Mund, gespielt, so wie man macht Corona-Test, bis haben sie gebrochen und all die Topf war voll, haben sie gegangen wieder zu der anderen Zimmer und gegessen. Warum? Weil wenn essen die so gut, schade aufzuhören, schade ich bin voll, man kann genießen und genießen, weil der Genuss ist die Hauptsache. Sagt Rambam, die dumme Kinder wollen nur genießen von weltlichen Sachen. Deshalb heißt der Engel von dem Tod, heißt er Duma. Duma, so wie dumm. Aber der Engel, der will dir bringen, dass Nacht wurde gegeben, um zu lernen, um zu steigen, um zu lieben, um tiefe Gespräche.
und qualitative Momenten, verbunden mit den Schome, um zu riechen und zu erlangen und zu verstehen, was bedeutet Gan Eden. Nur wenn der Mensch wird forschen und lernen, kann sein, er wird bekommen ein bisschen Ahnung, was konnte es sein. Okay. Deshalb, zuerst steht in Zohar, dass es gibt in Gan Eden, jeden hat seinen Platz, was hat er sich verdient. Und wenn er geht raus von dieser Welt, sieht er seine Mischproche, sieht er seine Nachbarn, sieht er seine Schüler. Also ich hoffe, wir werden uns leben bis 120. Aber falls jemand von uns wird kommen in Gan Eden, ich bin sicher, wenn wir uns kennen und wir gehen alle zum Gan Eden, hey Shlomo, wie geht's? Schön, dich hier zu sehen. Also wenn einer kennt den anderen, dann steht geschrieben, Schüler, Nachbarn, Mischproche, die sehen sich eine im Himmel und ein Rebbe kann sagen, der Engel, ich bin nicht rein, ich bin nicht bereit, reingehen zu die Gan Eden, bis meine Mitmenschen kommen mit. Sie wissen, Rabbi Nachman von Breslau hat gesagt, wenn jemand kommt zu meinem Grab in Uman, in Ukraine, ich werde ihn schleppen mit die Pais von Gehenom zum Gan Eden. Also ich werde ihn nicht lassen, dort bleiben. Also ich werde ihn schleppen und er wird mit mir sein in dem Gan Eden. Also, das sind die Leute, die man trifft. Jetzt. Wie gesagt, ein Mensch soll überlegen, welcher Genuss kann da sein in dieser Welt. Eins, die Gegenwart ist immer präsent. Es gibt Genuss, du willst immer dabei sein. Es gibt Genuss, du willst schon immer danach sein. Gan Eden ist eine präsenten Genuss, die du nicht satt bist, die du immer mehr willst, wo die Genuss wird immer größer und größer und größer und hört nie auf. Wir haben nicht irgendein Beispiel in dieser Welt von so einer Sache. Wir haben hier in dieser Welt, der Genuss ist begrenzt. Wenn du hast schon zu viel Sushi, willst du Falafel. Wenn du hast gehört diese Musik zu viel Mal, willst du hören eine andere Musik. Man braucht Wechsel. Also sogar die älteren Leute im Altenheim wollen nicht jede Woche dieselbe essen. Sie wollen Wechsel, weil es langweilig. Ein Mensch will verschiedene Sachen. Aber Gan Eden ist irgendeine Genuss, sagt Rambam, die wir nicht verstehen können. Warum? Weil es hat sehr viel zu tun mit Duft. Sehr viel Duft. Yud Gimel Naharot Afarsemon, Flüsse vom Duft. Sehr viele Rosenduft. Es wird gesprochen sehr viel von Duft. Vielleicht eine kleine Geschichte von Talmud. Einmal in Baba Metzia. Rab Abahu war sehr arm. Und er hat sich beschwert, warum sein Masel in dieser Welt ist ohne Parnasse. Und es hat ihn verdrossen. Es gibt Leute, die nicht Tora lernen, die nicht Mitzvahs machen und leben in dieser Welt wie in Gan Eden. Und er, der dient Hashem, macht Mitzvahs, lernt Tora, alles hat in dieser Welt Gehenom, ohne Parnasse ist nicht gut. Sagt Eliyahu Anavi, komm, ich mache mit dir eine Reise in dein Gan Eden, sollst du sehen, was hast du verdient. Er bringt ihn in Gan Eden und er sieht die tollen Bäume mit dem tollen Geruch und sagt Eliyahu Anavi, kannst du nehmen, was du willst. Er wollte pflücken Früchte und da hört er eine Stimme, wer will in dieser Welt genießen von seinen Früchten in kommender Welt? Rababau sagt, eigentlich will ich nicht nehmen Früchte, ich werde nehmen nur Blätterlach. Und er hat genommen Blätterlach und er legt das voll Blätterlach von Gan Eden in sein Kleid und sagt weiter die Stimme, wer will von dieser Welt nehmen Blätterlach auf seine, wer will von seinem Sparkonto jetzt brechen, die Konto, was er hat in kommender Welt. Und er hat auch die Blätterlach gelassen in Gan Eden und er kam runter. Aber er hat sich gefreut, was er hat gesehen, welcher Teil wartet auf ihm in Gan Eden. Gut, er kam nach Hause und er hat genommen sein Kleid und er hat gelegt sein Kleid in dem Schüssel und er wollte sie waschen. Plötzlich, weil es war in sein Kleid Blätter von Gan Eden, die Wasser, wo hat er dem Kleid gewaschen, sind geworden so einen guten Duft, so einen guten Geruch, dass er hat gemacht Flaschen von die teuerste Duty-Free-Perfume. Was ist die teuerste Perfume?
die sie können heute. Die teuerste, sag mir die teuerste Parfüm, die sie können heute. Was ist der höchste Preis für ein teures Parfüm? Anna, du bist doch ein Profi. Dann sag. Also das teuerste, was ich kenne, ist 360 Euro. Ah, nur gut. Also der Tal... Ich kenne. Gut. Also ich kann dir sagen, der Talmud sagt, er hat gemacht keine kleine Flaschen und jeden Flasche hat er verkauft für 400 goldene Münzen. 400 goldene Münzen ist ungefähr heute 40.000 Euro. Und steht geschrieben, das hat er gegeben seinem Schwiegersohn. Das heißt, er hat gemacht sein Geld von Gan Eden, vom guten Parfüm. Und der Talmud sagt uns, dass der Genuss war, dass er hat bekommen und er hat das weiter verteilt. Wenn ein Mensch bekommt, weil er das weitergeben will, das ist ein richtiger Gan Eden. Gut, jetzt nach dieser Einführung beginne ich die 7 Stufen sagen, wo sitzt man in Gan Eden. In die erste Stufe in Gan Eden, in die Erdgeschoss, in dem Eingang zu diesem teuren Gan Eden, kommen alle Bnei Noach, Proselyten, Leute, die gehören zu Adam und Chava, Leute von den Völkern. Und zuständig auf dieser Station ist Ovadia, der Prophet, und Onkel Usagir. Also, der Zohar sagt uns, dass werden auch viele Leute von dieser Welt kommen und sie werden in diesem Mador, in dieser Abteilung. Zweiten Abteilung leben dort in Gan Eden alle Leute, die zu früh gestorben. Babys, Kinder, Jugendlichen und sogar Fehlgeburt. Das ist eine schöne Trost für sehr viele Menschen, dass sie wissen, steht geschrieben in Zohar, unglaublich, in Bereshis, dass alle Kinder, die wurden früh von dieser Welt entfernt, sie werden sitzen in Gan Eden, in Olam HaNeshamot, in dem zweiten Mador, in dem zweiten Saal. Kinder oder Jugendlichen, normalerweise, das ist alles bis 20 Jahre. Bis 20 Jahre. Also wenn einer ist vor 20 Jahren gestorben, dann kommt er in diesen Ort. Inklusive Fehlgeburt, der war mehr als 40 Tage im Mutterleib. Unter 40 Tage hat er noch keinen Platz in Olam HaNeshamot. Frag mich nicht wieso, ich kenne mich nicht aus. Das sind Wörter von Kabbalah und Zohar. Ich habe nur übersetzt von Aramäisch und ich sag's euch. 3. Im dritten Stock, also zuständig für diesen zweiten Mador und Echal, ist Miriam und Jochevet. Miriam und Jochevet, sie waren die hebräischen Hebammen. Sie haben gerettet die Kinder damals in Mizraim. Und die sind zuständig für alle Leute, die zu früh gestorben. 3. Es ist der Platz in Gan Eden für die Leute, die haben in dieser Welt Schmerzen. Schmerzen von Kindern, Schmerzen von Partnern, Schmerzen von Arbeitgeber, Schmerzen, Isurim, Leiden, sie haben gelitten, Gesundheit. Menschen, die haben gelitten stark in dieser Welt und haben Hashem, wie man sagt, akzeptiert, nicht gegen ihn was gesagt, die haben eine besondere dritte Stufe von Gan Eden. Und der zuständig für diesen Mador ist Moschiach Zidkenu mit David HaMelech. Unglaublich. Also Moschiach und David HaMelech werden sein, weil die wissen, Moschiach und David, was bedeutet Leiden, was bedeutet Schmerzen. Niemand hat mehr gelitten wie David HaMelech. Hat man ihm als Kind Bastard genannt, hat er verloren Kinder und Avsholem und viel, viel Zorres hat er gehabt in seinem Leben und nachgejagt obsessiv. Und Moschiach Zidkenu auch, die sind im dritten Stock. Vierten Stock sind alle Leute, die wurden getötet, weil sie Juden sind. Oder weil sie Juden geholfen sind. Stell mal vor, was steht geschrieben. Also wir wissen, dass es gibt auch gute Goyim, die haben sich riskiert
um Juden zu retten, soll man sie nicht töten, das hat gekostet ihr Leben auch. Oder Juden, die wurden getötet, Asara, Ruge Malchut, Rabbi Hanina ben Tradion, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva und alle natürlich, die wurden getötet, weil sie Juden sind. Und das war der einzige Grund, die werden genannt Haruge Malchut, Haruge Lud, Enkol Briya Yechola Lamod Bemchitzatam. Niemand kann das erlangen, so eine große Stufe. Und zuständig für diesen Mador, für diese Echal, ist Rabbi Akiva. Also Rabbi Akiva ist derjenige, der empfängt die Leute in diesem Mador in Gan Eden. Fünf ist die Stufe in Gan Eden, die noch höher. Das ist für böse Leute, die haben ihre Leben geändert. Stell mal vor, mehr wie Proselyten, mehr wie Babys, mehr wie Leiden, mehr wie getötet. Wenn jemand war ein böser Mensch in seinem Leben, Rabbi Elazar ben Dordaya, Yosef ben Meshita, Milka, Bilga, also wenn jemand war in seinem Leben die ganze Zeit ein Böser und irgendwann in seinem Leben hat er gesagt, Seu. Finito la Commedia, ich bin bereit, ein Mensch zu sein. Der bekommt fünften Stock in Gan Eden. Stell mal vor, wie Hashem schätzt, einer, der seine Taten geändert. Reshoim, Frevler, Bösen, die haben sich geändert. Und dort ist zuständig der König Menashe. Menashe hat alle Götzendienerei in der Welt gemacht. Und zu Menashe, stell mal vor, sitzt dort auch Jitro. Jitro war der Schwiegervater von Moshe und er hat alle Götzendienerei in der Welt probiert. Er war der größte Poppe und zum Schluss hat er sich entschieden zu machen Tshuva und zu sagen, Ato Yodati, ki gadol Hashem mikol ha-Elokim. Jetzt weiß ich, dass Hashem ist größer von alle Götter. Nummer 6. Bei Nummer 6 werden sitzen alle Chassidim. Nicht Chassidim jetzt, was sie denken jetzt, Satmer, Chabad, Breslev, Bobov. Nein, Chassidim in die Zeit von Zohar bedeutet, Josef lacht, er denkt, er hat schon Platz in der 6. Station. Warte, es geht nicht so schnell. Wenn du bist ein Chassid, kriegst du nicht gleich einen Platz in der 6. Kategorie. Chassid bedeutet einer, der sein ganzes Leben hat nachgegeben. So wie Rachel hat nachgegeben. So wie Jonathan, der Freund von David, hat nachgegeben. Es gibt besondere Menschen, die normale Menschen sind in einem gesunden Gleichgewicht. Einmal gibst du nach, einmal gebe ich nach. Ein Mensch will nicht sein ganzes Leben sein ein Nachgeber. Also Levater, er will nicht sein ganzes Leben. Aber es gibt besondere Menschen, wie Jonathan, der beste Freund von David. Er war der Sohn von Shaul und der Schwager von David, weil David hat geheiratet mit Michal. Und Jonathan ist zugestanden zu seinem Freund. Und er wollte nicht die Königschaft. Warum? Weil Jonathan ist der Nachkommen von Rachel und David ist der Nachkommen von Lea. Und von Lea kommt Jehuda. Und von Jehuda kommt Peretz und Serach und von Peretz und Serach kommen Chomul und Yishai und David. Und von Rachel stammt von Binyamin auch Kish, Shaul, Jonathan. Und genauso wie damals hat Rachel nachgegeben Lea, dass nach 7 Jahren sie bekommt Jakob. Genauso Jonathan hat nachgegeben dem anderen, das, stell mal vor, Aaron, A Kohen zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Er konnte sein der Anführer von dem jüdischen Volk. Er war 83, er hat 40 Jahre investiert, aber er war ein Gönner. Also ich werde sagen so, in Kategorie 6 sind die Gönners. Ich glaube, ich habe gehört, Hani, sie hat gesagt am Anfang, einer le Gehenom, wenn einer hat böse Auge, geht er in die Hölle. Warum? Weil gute Auge zu haben ist sehr, sehr schwierig. Jeder denkt, ja, ich bin ein Gönner, ich bin ein Feiner. Bis es zschäppet seine Puppik. Also wenn jemand tretet dir zu nah, Kollege oder Familie, da sehe ich, du bist nicht so der größte Gönner. Aber wenn ein Mensch weiß, dass Gönnen bedeutet wirklich, auch wenn es mir zu nah kommt, so wie Aaron hat gegeben die Position Moshe, so wie Rachel hat gegeben Lea, so wie Jonathan hat gegeben Shaul, von Ahava, vom Liebe. Manche sind bereit nachzugeben, aber sie haben im Hals einen Klotz. Das kennt ihr bestimmt.
Manchmal hast du nachgegeben, weil du willst Frieden, du willst Ruhe, aber im Herzen hast du so eine Klotzerei. Hast du nicht 6. Station in Gan Eden, da lebst du in Hölle. Wenn ein Mensch hat nachgegeben und er ist undankbar damit, das ist nicht Gan Eden, das ist Schmerzen. Und jetzt kommt die 7. Stufe. Und bei der 7. Stufe, der Zohar sagt uns etwas sehr interessant. Er sagt, alle 6 Stufen bis jetzt, das war alles noch in Gan Eden Atachton, es war in die untere Gan Eden. In Olam HaNeshamot be Gan Eden kann. Aber die haben gelernt in ihrem Leben Torah, die gehören gleich zum 7. Gan Eden, dem 7. Himmel. Warum? Weil vom 7. Himmel, die sind gleich nah zum Gan Eden Elion, zu dem oberen Gan Eden. Was macht man in dem oberen Gan Eden? Ich zitiere euch. Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was ich lese, aber ich zitiere euch. In Gan Eden Elion sitzt man und Hashem predigt Torah, eine neue Torah, und diese Torah ist die kommende Torah, was wurde gegeben bald durch Mashiach. Torah Chadasha. Also wir werden darüber nächste Woche, so Gott will, reden, wenn wir reden über Yemot HaMashiach. Mashiach wird uns beibringen Torah Chadasha, neue Torah. Hier in dieser Welt lernen wir, die manche Goyim nennen das Alte Testament, wir nennen das Torah Chaim, präsente Torah. Steht geschrieben in Yalkut Shimoni, dass in Himmel, wenn man kommt in Gan Eden, in Olam HaNeshamot, man sitzt in einem Kreis und Hashem predigt die ganze Zeit Torah. Manche verstehen, worüber er redet, manche verstehen nicht. Und die haben gelernt in dieser Welt Torah, verstehen. Wenn ein Mensch haben sich in dieser Welt gelernt, Chassidut, Kabbalah, Musar, spirituelle Sachen, sie werden es besser verstehen, die Wurzeln durch die Zweigen, sie haben gekostet in dieser Welt. Unglaublich. Das heißt, es ist in einem Kreis und in Olam HaNeshamot genießt man Nisiva Shechina. Siva Shechina bedeutet nur die Ausstrahlung der Licht, dem größten Licht von der Shechina. Sagt Rabbeinu Tam, ich zitiere seine Wörter, in Gan Eden nach dem Tod sieht man Licht. Ora lelo gvulot, Licht ohne Grenze, ohne Zelt, ohne Wände, ohne Grenze. Sehr oft hört man so Leute, die beschreiben, die berichten ihre klinischen Tod. Alle erzählen ungefähr dieselbe Geschichten. Es war ein Tunnel, es war eine große Licht und das ist sehr schön. Ich kann nur zitieren, was steht geschrieben in die Schriften. In die Schriften steht geschrieben, eins, wenn der Mensch ist tot, kommen 2 Engel. Sie zeigen ihm, was hat er gemacht, was er hat gut gemacht, schenkt ihm ein gutes Gefühl, das ist Gan Eden. Wenn du hast was Gutes getan, gehst du bei Nacht schlafen mit einem guten Gefühl. Wenn du hast was Schlechtes getan, hast du bei Nacht ein Gefühl von Gehenom, eine Hölle. Du fühlst dich nicht gut. Also wenn ein Mensch hat was nicht Gutes getan, fühlt er sich nicht gut. Und wenn ein Mensch schämt sich, es ist eine Hölle. Wir wissen, dass wenn ein Mensch hat einen schlechten Ruf und hat man seinen Namen ruiniert, er kann sein Leben nehmen. Warum? Weil sein Leben sie nicht wert, das ist Gehenom. Gan Eden bedeutet ein Gefühl von Anerkennen, ein Gefühl, dass der Mensch wirklich spürt, das, was er tut, ist richtig und er fühlt sich schon in der kommenden Welt. Der letzte Satz. In Gan Eden gibt es die ganze Zeit Freude, Simcha. Also, wenn ich das zusammenfasse, man geht durch den Gehenom, um zu sehen, wie gut das hast du gehabt und du nicht leidest. Du gehst da rein in Gan Eden durch eine Tor, es riecht sehr gut und du hast einen riesigen Empfang. Durch den Empfang, den hast du Menschen gegeben in dieser Welt. Deshalb sollen Menschen zeigen freundliche Miene, auch wenn es ist schwierig. Es gibt dort sehr viel Diamanten und Brillanten, die machen die Licht, die hat keine Grenze. Hashem sitzt und predigt Torah Chadasha von Mashiach und das vorbereitet uns, diese Torah Chadasha zu warten im Himmel, bis Mashiach soll kommen. Und wenn Mashiach wird kommen, danach wird sein, die Teute werden aufstehen, das wird sein beim 4. Shiur, wo der Körper genießt mit der Seele. Weil nach dem Tod, dem 1. Jahr, die untere Seiten von der Seele genießt, der Ruach, die Nefesh, sie haben so einen gewissen, ich würde sagen, Traumgenuss oder
ein anderes Bewusstsein von Genuss, die man nicht mit den fünf physischen Sachen erklären kann. Deshalb Geruch ist der einzige Sinn, die bei uns noch geblieben heute, die noch rein und sauber geblieben beim Gan Eden, von Gan Eden. Weil in Gan Eden haben wir verdorben alle unsere Sinne. Sie hat gesehen, dem Baum. Sie haben gegessen von dem Baum. Sie haben gehört über den Baum. Sie haben angefasst den Baum. Aber es steht nicht geschrieben, sie haben gerochen den Baum. Deshalb der einzige Sinn, der uns in dieser Welt noch pure, sauber, rein, authentisch, nicht verdorben, nicht, das ist unser Sinn von Geruch. Deshalb, als er wollte ihm reich machen, hat er ihm gegeben Flaschen von gutem Geruch, von Gan Eden durch die Blätterlach. Ich danke euch für das Zuhören. Jetzt, wenn jemand will was fragen oder bemerken, bitteschön. Aber geben Sie heute auch andere Leute zu fragen und danach die immer fühlen sich wohl zu fragen. Der hat nicht gefragt letzte Woche, hat heute recht, zuerst zu fragen und danach alle. Und ich möchte auch die nicht die passiv lernen, soll auch was fragen, weil es bereichert unsere Gruppe. Das ist die Idee von Interaktion, zu lernen in ein Zoom. Also bitteschön. Einfach Hand hoch. Bitteschön. Schei. In der sechsten Stufe, wer ist da der Obergönner? Der Obergönner ist Aaron, Rachel und Jonathan. Also das sind die drei Maximum Gönner in dieser Welt. Ja. Levki? Levi, wenn du willst in den siebten Himmel kommen in Gan Eden, mach deinem Papa einen guten Tee. Komm. Kriegst du gleich sieben. Ja, bitteschön, Alexander. Für jemand, der aus den Völkern kommt, also für einen nicht gebürtigen Juden, müsste ich erst den Übertritt machen, damit ich ein Baal Tshuva sein kann? Oder könnte ich auch, wie soll man sagen, eine Tshuva gegenüber Gott machen als Nicht-Jude, um in den Gan Eden zu kommen? Also, wenn du bist ein Gönner und ein Nachgiebiger, kannst du kommen in sechs. Wenn du lernst viel Torah, kannst du kommen um sieben. Auch wenn du bist ein normaler, einfacher Mensch, kommst du rein in die erste. Da sitzen Ovadia und Unkelus. Und steht geschrieben, dass jeder, der in dieser Welt war, loyal zu Hashem und zu seiner Emunah, kommt rein in Olam HaNeshamot und alle Menschen von den Völkern, Chassidei Umot HaOlam, können erreichen, natürlich bis sechs. Und natürlich, sie werden auch aufstehen in Trias HaMesim. Klar, also ich glaube, in zwei oder in drei kann man kommen. Eins und sechs oder in vier, wenn einer wurde getötet, weil er hat Juden geholfen, kommt er auch in vier. Ich bin sicher, dass alle Leute, die haben gerettet Juden in Shoah, sitzen bestimmt in vierten Stufe mit Aruge Malchut, ob es jetzt Raoul Wallenberg oder andere Leute, die haben von den Völkern, sie haben was Gutes getan. Sie kommen bestimmt in Olam HaNeshamot ganz, ganz oben. Kein Thema. Keine Frage überhaupt. Und noch eine Sache, wenn du hast einen guten Rebbe, der Rebbe wird dir schleppen. Mach dich locker. Der Rebbe wird sagen, ich kenne ihn. Nee, der ist Chaver Sheli, ich schleppe mit. Du brauchst nichts zu ändern. Du brauchst gut sein in deiner Linie. Ein guter Mensch sein, Torah lernen, arbeiten, verdienen Geld, machen Mitzvot, fruchtbar sein, alle gute Sachen, was Hashem will von der Mensch und sich bereichern von allen Sachen von Torah. Steht geschrieben, auch Nochri Shelomet Torah, Areuke Kohen Gadol. Steht geschrieben in Tana de Beeliau, jeder, der Torah lernt, kriegt die Stufe wie Kohen Gadol. Aber Kohen Gadol kann ich auch nicht sein. Also da wir sind identisch. Ich kann nicht sein ein Kohen, auch wenn ich tanze zwei Stunden Kasachok und ich sage, ich bin der Größte, ich bin nicht Kohen.
Und ich kann natürlich nie werden Kohen Gadol. Jeder wird das, was er wird. Ja, bitteschön, Jana. Ja, Rabbi Shlomo, danke erstmal. Und ich habe eine Frage. Wenn die Seele in Gan Eden ist, hat sie auch Einfluss, dass sie den Menschen, die noch auf der Erde sind, irgendwie helfen kann, wenn die Probleme haben? Zum Beispiel Familienangehörige oder? Natürlich, ja. Natürlich. Das haben wir auch erwähnt am Anfang, dass es ist gegenseitig Interaktion. Kinder, meistens die Einfluss ist von unten nach oben, dass wir können denen Gutes tun oder Schlechtes tun. Das ist die, hier ist die Welt von dem Machen. Dort ist der, hier, diese Welt, die Menschen steigen schneller. Diese Welt heißt Holchim. Wie geht es? Was heißt, wie geht es? Hier geht man. Was macht man dort? Dort steht man und steigt man langsam. Aliyat Neshama. Rosh Chodesh, Jahrzeit, kleine Mitzvahs, große Steigerung können wir hier machen. Wenn wir für die Verstorbene was investieren, in wahren Momenten können sie uns auch was zurückgeben. Sollst nicht erwarten jetzt von deinen Ahnen, von deinen großen Eltern, sollen sie für dich was beten und was tun, wenn hast du für denen nichts getan. Also wenn jemand für denen, es ist eine Frau aus Wien, hat angerufen, ihr Mann ist aus dem Balkan, er ist nicht Jude, er wurde vor 20 Jahren gestorben. Sie will, soll ich machen in die Synagoge für 10 Leute, Seuda, soll man essen, soll man beten, soll er oben mal Liat Neshama. Haben wir das letzten Donnerstag gemacht. Ruft sie am Freitag, sie sagt, Shlomo, er kam zu mir im Traum, so freulich, so zufrieden. Jetzt, ob es jetzt psychologisch, weiß ich nicht. Tatsache, haben wir hier was unten was Gutes getan. Wir haben gegessen, wir haben gelernt, wir haben Brachot gemacht. Und jede gute Sache, was man tut in dieser Welt, bekommen die Leute im Himmel Dividenden. Wenn wir denen Dividenden geben, sie schicken uns zurück auch Momenten, wenn wir sie brauchen in einer Freude oder in Trauer, uns zu helfen, uns zu schützen, uns Signale zu geben, mitten Nacht, morgen fahre ich dorthin, bleib zu Hause. Kann auch passieren, gibt es darüber Geschichten, aber die meisten Interaktion ist von unten nach oben. Wenn die Großeltern, die Urgroßeltern haben sehr gelitten in dieser Welt und sie sitzen natürlich in dritten Stufe, dort zusammen mit Moschiach und David Amelech, kann sein, dass durch ihre Leiden gewissen genießen wir, dass uns in dieser Welt einigermaßen gut geht. Wenn ein Mensch passiert ihm etwas Gutes und er weiß nicht warum, ich habe es nicht verdient, also so eine gute Sache, damit habe ich nicht gerechnet. Das bedeutet Zchutavot. Das ist die Verdienst von den Vorfahren, wo du gewinnst plötzlich irgendeine alte Erbschaft, die dir zusteht in alte Zeiten. Kommt irgendein Schaliach in diese Welt und er schickt dir bis nach Hause deine Matana. Er ist der Schaliach von Hashem, um dir diesen Geschenk, der dir zusteht im Himmel. Ja, bitteschön. Also. Guten Abend, Herr Rabbi. Ich habe eine Frage, und zwar, also beziehungsweise zwei Fragen. Einmal, wenn ich zum Beispiel Sadaka mache, dass ich das dann im Namen von meinen Großeltern mache, ob das auch geht und ob das beziehungsweise anerkannt wird. Und was ist, wenn zum Beispiel jemand, Sie haben ja gesagt, in der ersten Stufe von den Gan Eden kommen auch Kinder, die halt Fehlgeburten waren oder abgetrieben worden sind. Zweite. Oder zweite, okay. Was passiert mit Menschen, auch für nicht-jüdische Menschen, wenn die ermordet worden sind? Wenn sie ermordet wurden wegen ihrer Glaube an Gott, gehören sie zum Vier. Wenn sie wurden ermordet wegen Krieg oder wegen Banditen oder wegen anderer Sachen, das ist eine Tragödie und das ist zar. Meistens die Leute kommen in drei. Weil zu sterben jung, was die Leute nicht verstehen, sterben ist nicht nur traurig von die Hinterbliebenen. Tod ist auch eine große Trauer für den Junge gestorben, dass er dieses Leben versäumt. Wenn ich denke manchmal über meine liebe Mama, manchmal ich bin mehr traurig für sie, dass sie nicht erlebt schönes Leben, mehr als ich sie vermisse. Deshalb die Leute, die früh gestorben, Johanna versteht mir sehr gut. Wir sind traurig für denen, die konnten nicht mehr leben in dieser Welt. Deshalb die leiden, weil die sind früh gestorben und die sind traurig, auch wenn sie haben akzeptiert
Und wir haben gesagt, Leute, die akzeptieren das, was Gott hat getan, ihre Leiden, in ihre Krankheit gehören zum Sechs. Aber wenn sie haben gelitten, bestimmt kommen sie in eine höhere Stufe. Und Tzedakah geben natürlich ist anerkannt immer. Tzedakah geben ist immer Trauben durch dem Loch von die Plantage zu dieser Welt. Klar, Tzedakah ist so groß, weil Tzedakah macht die irdische Sache komplett. Jeden Mitzvah, die man macht, macht man mit einem Körperteil. Tfilin auf der Hand, Kerzen, Nasoi. Tzedakah ist die ganze Mensch und die ganze Seele. Es ist so schwer zu geben. Und wenn ein Mensch gibt Tzedakah, er kann damit große Peulot, große, auch wenn man macht, wenn einer betet Isko, das totes Gebet, steht geschrieben, El Male Rachamim, Gott Barmherziger, Shochel Mamrumim, finde eine gute Ruhe, Bemalot Gdoshim und Teorim, in die Stufe von den Heiligen und den Reinen, die Seele von Henja Rivka, Bat Arye Zev und Malka, und dafür spende ich für Tzedakah. Guck, in jedem Gebetsbuch, steht geschrieben, ich gebe Tzedakah für die Neshama, für meine Mutter oder für meine Großeltern. Wenn ich bete und ich gebe nicht Tzedakah, das ist so, wie sie schicken einen Brief ohne Briefmarken. Also es kommt nicht an, es kommt die Adresse zurück. Also, ja, bitteschön, Sabina. Vielen Dank für Ihre Antwort. Gerne, selbstverständlich. Ich möchte gerne wissen, ob es eine Interaktion gibt oder geben kann zwischen diesen einzelnen Stufen. Ob es könnte ja sein, in einer Familie, der eine sitzt da und der andere da. Kann der, der höher ist, diese unteren besuchen? Also von unten nach oben wird es nicht gehen, aber ich denke von oben nach unten. Ich kann dir sagen, eins, was habe ich gelesen und das hat mich sehr fasziniert. Und das nennt man in die Kabbalah, wenn zum Beispiel ein Mann und eine Frau haben Differenzen in ihrem Gan Eden-Ort, sie kriegen in Mitternacht um 12 eine Stunde Vereinigung. Also sie werden nicht zusammen sein. Eine von den größten Problemen in Partnerschaft ist, wenn es gibt Diskrepanz bei der spirituellen Steigerung. Leute denken, gibt es andere Probleme. Nein, das ist das Hauptproblem. Ehepaar muss gemeinsam steigen und wachsen. Sonst haben sie schon Hölle in dieser Welt. Also, und der Zohar sagt, wenn es gibt Menschen, die wir lieben, aber wir sind in andere Hechal, es gibt die Mitternacht, 12 Uhr bei Nacht, eine Stunde von Mishpoche-Begegnung. Genauso wie es gibt im Gefängnis Familienbesuch, genauso gibt in Gan Eden Stundenbesuch bei Nacht, die Mitternacht. Frag mich nicht, was macht man in dieser Stunde, aber steht geschrieben, dass in dem Kommen der Welt der Höhere bringt dem anderen zu seiner Stufe und nicht wie in dieser Welt, dass der Untere bringt der Obere zu seiner Stufe. In dieser Welt, wenn ein Armer trifft ein Reicher, normalerweise der Arme wird nicht reich. Maximum der Reicher wird armer. Also in dieser Welt, wenn ein Gesunder besucht einen Kranken, der Kranke nimmt von der Krankheit. Der Gesunde nimmt von der Krankheit zu sich. Also in dieser Welt, es ist immer Downgrade, meistens beim Begegnung. Und im Himmel, es ist immer Upgrade, es ist immer eine Steigerung, wenn man hat diesen Mitternacht, Yichud und Sivug bei den Menschen. Wobei, gibt es noch einen Trost, es gibt auch im Himmel Shiurim von dem eigenen Rabbi. Zum Beispiel nehmen wir an, ich komme im Kommen der Welt, vielleicht in Stufe 1 und mein Rebbe natürlich in Stufe 7 und ich sage, Ovadia und Onkelus und Adam und Chava, hör mal zu, ich bin ein einfacher Typ, aber mein Rebbe, ich will zu ihm zum Shiur. Oh, Kol HaKavod, dann gehst du zum Shiur zum Rebbe und dann gehst du zurück zum Nummer 1. Also das ist ungefähr die Idee. Aber wie gesagt, im Himmel, die meisten Shiurim sind von Hashem und Mashiach. Und nächste Woche werden wir mehr darüber informieren. Ja, Manuel, bitteschön. Shalom. Ja, Shalom. Ich habe eine Frage. Mhm. Ich habe auch eine Frage und zwar... wie kann ich meine Mishpoche, die nicht mehr lebt, also meine Urgroßeltern und auch die Generation davor,
wie kann ich die in Gan Eden treffen? Zuerst? Also, ich wollte noch sagen, meine Urgroßeltern und 7 Geschwister, die sind in Auschwitz umgekommen und meine Oma von meiner Mutterseite und ihr Bruder, die haben überlebt. Aber ich rede jetzt von meiner Oma, deren Eltern und ihre Geschwister, die habe ich nie kennengelernt. Okay. Ja. Es gibt 3 Wege zu kontaktieren. Handlung, Reden und Denken. Handlung bedeutet, ich würde dir empfehlen, zu fahren einmal zu dem Ort, wo sie wurden ermordet. Das müssen sie einmal dabei sein, steht geschrieben. Wenn man befindet sich innerhalb von dem 12 Kilometer, wo die Mishpoche wurde umgekommen, es ist ein Grab. Also wenn du sagst, die Mishpoche ist in Polen, in Auschwitz, dann müssen sie, waren sie schon dort? Ja, ich war schon davor. Okay, dann das, schon, das ist schon abgehakt. Gut, 2. Sie brauchen für die Leute... wenn Sie wissen, irgendein Datum von den Verstorbenen, für jeden Einzelnen zu zünden eine Kerze für 24 Stunden. Das heißt, wenn Sie wissen, irgendeine von dem ich spreche, gibt es bestimmt irgendeinen Tag, wo man weiß, und an diesem Tag, wo Sie wissen, dem Datum von der Jahrzeit, dann machen Sie eine Liste von den ganzen 7, die wurden dort umgekommen und von der Opa und von wenn Sie haben eine Person von dem ich spreche, wo Sie wissen, dem Datum, durch ihn kann man die Kerzen für alle zünden. Das ist Nummer 2, Licht zu zünden. Nummer 3 ist zu geben Zdaka Leilui Nishmatam. Geben Sie Spende für eine Sache, wo Sie glauben, das hätte Sie Freude gemacht. Nicht, was dir Freude macht. Dir kann machen total was. Es gibt eine Junge hier, die seine Mama hat gegeben zu einer Initiative und er gibt woanders. Habe ich gesagt, hey, mein Lieber, dass dir was anderes gefällt, das ist sehr schön. Aber deine Mama hat dort gegeben. Gebe weiter dort. Willst du noch dazu geben woanders? Gib woanders. Versuch zu überlegen, für welchen Zwecken, wenn wäre deine Urgroßmutter geholfen, Menschen, die haben nicht was zu essen, dann spende Leute, die haben nicht was zu essen. Wenn, weiß ich nicht, ich kenne nicht den ganzen Biografie, aber du musst dich ganz gut überlegen, was wäre ihre Zdaka Aktion. Eine Freundin, der sitzt hier, hat mir erzählt von seiner gottseligen Mutter, die war eine Hebamme in Ukraine. Habe ich ihm gesagt, spende dort eine Maschine für Röntgen. Das ist ein Spital, die ein bisschen alt. Und wenn er dort hilft, zu machen einen schönen Geburtsraum und soll Frauen wenig Risiko haben beim Geburt, ein riesiger Mitzwe. Also versuch etwas zu machen, um Leben von Menschen ein bisschen schöner zu machen. Und natürlich auch eine Shiur Torah. Sie können einmal im Monat oder in 2 sich leisten, eine Shiur zu lernen, Mishnayot, Leilui Nishmatam. Also, und dann sagen, ich widme diese Shiur für diese und diese Menschen. Kannst du mich anrufen und kontaktieren, kein Problem. Oder? Bebakasha. Retok. Shalom, ich habe auch eine Frage. Und zwar, was passiert mit Kindern, die wir verloren haben, also wo im 2. oder im 3. Monat gestorben sind? Und die 2. Frage wäre dazu, eigentlich fast ähnlich, wie erkennen wir die, weil wir haben sie nie kennengelernt, oder? Ja, wir haben schon gelernt, was steht in Zohar, dass Kinder, die gestorben jung bis 20, die sind in 2. Stufe. Also alle, die gestorben jung, sitzen in 2. Nechalin Olam Abba. Wie werden sie erkennen? Wir werden erkennen durch die Zugehörigkeit von dem Geschlecht. Genauso wie Tiere erkennen, wer ist ein guter Mensch und wer ist ein böser Mensch, genauso die Neshamot werden sie erkennen, Zugehörigkeit. Auch in dieser Welt gibt es kleine Funken von Menschen, wo man fühlt sich plötzlich Kontakt und Zugehörigkeit ohne dem. Insbesondere in Familie spürt man, als Menashe, der Sohn von Jakob, hat geschlagen in dem Rücken von Shimon, der hat ihn genommen im Gefängnis in Mitzrayim. Shimon hat gesagt, es ist ein Schlag von dem Mishpoche, als Witz. Er hat gespürt, weißt du, das ist einer von dem Mishpoche, hat ihm gegeben, eine Chapcha auf dem Rücken. Ein Mensch spürt, ob es jemand von seiner Seelenverwandtschaft ist. Es ist
Und außerdem, wenn du kommst, so Gott will, in den Himmel, du sagst dem Engel, er hat schon alle Daten und es schon synchronisiert die ganze Mischproche. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Dort gibt es keine Fehler. Das ist nicht Hotel. Oder Rabban. Bewakasha, Moment, Gila. Ja, zwei Fragen. Einmal, siebte Stufe, die Tora gelehrt haben, wer ist dafür zuständig? Und dann, Hani hat am Anfang gesagt, die erste Hälfte kommst du nach 120 Jahren in Olam Haba und die zweite dann, wenn Mashiach kommt. Meine Frage ist, zum Beispiel, damit Mashiach kommt, sollte man ja auch nicht jetzt irgendwie mit irgendwie Pigul, einer falschen Herzenshaltung machen. Und noch schwerer, der kommt wahrscheinlich erst, wenn eben auch eben am Israel, ganz Israel, alle Mitzvot befolgt. Diese Verständnisfrage, nach den ersten 120 Jahren verstehe ich. Aber dann, bis Mashiach kommt, wo sind da die Seele? Das kann ja dann noch ewig dauern. Also, weil es auch von anderen mit abhängt, von einem selber, aber auch von den anderen und von Am Israel. Und halt nochmal die erste, wer ist denn zuständig, die ist leichter in der siebten Stufe? Gut, auf die erste, auf die zweite. Die erste ist zuständig Moshe Rabbeinu, klar. Moshe Rabbeinu und Ezra HaSofer. Also Ezra HaSofer ist der zweite Toragebber nach Moshe. Moshe und Ezra. Und über Moschiachs Zeit reden wir mit Gottes Hilfe nächste Woche. Genau dieses Thema, das ist schon ein Übergang für nächste Woche. Letzte Frage, Shimshon, bitte. Rabbi Shlomo, wie können die zwei größten Könige nicht ganz unten sein? Also die sind ja am dritten Himmel sozusagen, also Level 3. Wie kann das sein? Ja, weil du denkst Level wie Stationen. In Himmel die Level ist wie eine Spirale. Und die Spirale ist eine mit dem anderen verbunden. Also es ist nicht jetzt, wie wir denken, in Hotel Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock. Es ist Level von Spirituelle, wo eine sieht dem anderen. Es ist Hechal betoch Hechal, Saal in ein Saal. Was ist das genau, weiß ich nicht, aber das sind nicht Stufen und Level. Wer ist besser, wer ist kleiner? Glaube ich, wenn ich schaffe Nummer 1 mit Ovadia und Unkelus, Chapeau, ich bin glücklich in Gan Eden. Also, der will schon höhere Level. Allewei, Amen. Also, wenn wir schon rein in Gan Eden, du bist schon in Gan Eden. Das, was die Gila hat früher gefragt, es gibt auch Plantagebesuch vor dem, dass man geht in Saal. Also das nennt man Gan. Gan ist die Garten. Und Eden ist der Ort von Genuss, von Idunim. Bis heute waren wir noch nicht in Gan Eden. Gan Eden ist nur ein Titel von der Tora für den Ort, wo Adam und Chava haben gelebt vor die Sünde. Aber guck, dass der Gan von Eden ist verteilt auf drei Teile. Der bekommt noch Energie von alle Seiten. Elena, bitteschön. Ganz kurz bitte noch, es ist eine Spirale, aber der Herr Adonai Zebaoth ist ganz oben. Ja, das ist sowieso. Ja? Er ist nicht ganz oben, er ist in die Mitte. Er ist in die Mitte. Jeder eine zeigt von Weitem, wo ist Gott, von seiner Spirale. Hashem ist in die Mitte und jeder zeigt mit die Mitte, inne Elokeinu seh, kivinu lo v'yeshenu. Das ist unser Gott, wir haben in dieser Welt über ihn gelernt. Okay, danke. Bitteschön, Elena. Die Hanja sagte am Anfang, dass wir jetzt in Zeit von Mishnah leben und davor war die Zeit von Kabbalah. Du sagtest mal, die Kabbalah gab es von Anfang an, nur von Adams Zeit. Ist es zu verstehen, dass Verbreitung der Kabbalah nicht Entstehung oder wie soll ich das verstehen? Ja. Verbreitung. Genau. Früher war das verborgen und in den letzten Jahren, seit der Arizal, 500 Jahre, die Welt will auch eine jüdische Antwort für das spirituelle Leben. Alles Gute, Shavua Tov, bleib gesund, bis nächste Woche, eine tolle Woche,
eine Woche von Gan Eden, eine Woche von Gan, eine Woche von Eden. Noch gute Sachen soll passieren in kommende Woche. Amen. Und nächste Woche, Bezrat Hashem, lernen wir weiter über Moschiach. Und wenn er kommt bis da, dann die Shiur ist abgesagt und er macht dem Shiur. Danke. Tschüss. Amen. Amen. Toda lachem.